Hast du den Topf nicht gesehen, Frank? Hm? Bist gerade dran vorbeigelaufen. Da, wo man das Geld reinschmeißt, Frank, muss ich da ein Schild dran machen, oder was? Hm? Da sieht sich einer den Nigger an. Weißt du, Frank, Bumpy gehört die 116. nicht mehr. Bumpy gehört hier in Harlem gar nichts mehr. Ich bin jetzt hier der Hausherr und ich will 20%. Pass auf, hör mit der Dealerei auf, Frank. Besorg dir einen ordentlichen Job. Brauchst du einen Job, Frank? Hm? Brauchst du einen? Dann arbeite für mich. Okay, du kannst mich rumkutschieren, ja? Mir die Türen aufmachen. Hä? Ja, Sir. Nein, Sir. Sofort, Sir. Wird sofort erledigt, Master Johnson. 20%. Mhm. Mein Gewinn beträgt 20% Tanga. Wenn ich dir das gebe, stehe ich ohne was da, klar? Bei 20% bin ich aus dem Geschäft, da sind wir alle aus dem Geschäft. Man kann sowas auf die anständige Art regeln, Tanga, oder auf diese Art. Nicht mal Bumpy hat 20% genommen. Bumpy ist unter der Erde. Wir verstehen uns. 20%. Doc, wir gehen. Das Wichtigste in dem Geschäft ist Ehrlichkeit, Anstand und Fleiß. Familie. Man darf nie vergessen, woher man kommt. Dankeschön. Jeder Mensch hat seinen Platz in der Welt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist man jemand, oder man ist niemand. Bin gleich wieder da. Sind die auch frisch? Wenn ich nämlich wiederkommen muss, weißt du, was das heißt, ja? Tango? So läuft das nicht. Gut, Sir, ich hab's verstanden. Sie werden nicht wiederkommen. Was ist mit Ihnen, Frank? Was darf sein? Wo ist mein Geld? Red Top hat dir das Paket gegeben, jetzt will ich bitte mein Geld. Da in den Topf rein, 20%. In deinen Topf rein? Ganz genau. Los, verzieh dich, Frank. Oh, was wird denn das? Was soll denn der Scheiß, Frank? Hä? Was soll das? Willst du mich abknallen vor versammelter Mannschaft? Hä? Dann mach es. Für dich deine 20%. So will das sein.